herzlich willkommen zum neuen Vlog. Heute begleite ich diesen Mann beim alltäglichen Kochen. Was gibt es heute Schönes? Tomatenreis. Wie bitte? Tomatenreis. Dasselbe wie immer. Ich esse jeden Tag das Gleiche. Nun, mein Abendessen besteht aus Schweineschnitzel und diesen reduzierten Früchten und einem Corona. Was hast du dir geholt? Koffeinfreie Cola und eigentlich wollte ich mir noch schönes italienisches Gemüse holen, aber sie hatten nur die teure Scheiße, deswegen verzichte ich darauf und mache ausschließlich 300 Gramm Brokkoli in meinen Reis. Es gibt sehr viele Leute, die dich als Vorbild nehmen, was Sport etc. angeht. Großer Fehler. Durch Arbeit kann ich einfach viel zu selten zum Sport gehen. Ihr müsst einfach jeden Tag zum Sport gehen. Na, ist eigentlich auch nicht gut immer. Wie würdest du dieses Mal hier bewerten? Ganz okay, eigentlich. Also, es geht schlimmer. Du gehst immerhin nicht zu Meckes. Junge, dieser Mann hat gerade wirklich gefragt, ob wir die Dosen noch brauchen und er hat sie ihm geschenkt. Der Mann sah um einiges schlimmer aus als ich. Und hat es wahrscheinlich auch wesentlich schwerer als ich. Das wird keiner der Zuschauer glauben. Aber der Mann hat gerade wirklich eine Dose verschenkt. Also ich muss wirklich sagen, das ist übrigens der Mann, der im Hintergrund so rumkrakeelt. Ich bin prinzipiell gar nicht so ein schlechter Mensch, wie ich aussehe. Wenn er jetzt so ein reicher Schnösel gekommen wäre, hätte ich ihm gesagt, fick dich. Der Mann hat ganz andere Probleme. Und der Mann im Hintergrund hat auch gerade gepöbelt. Und ich hoffe, dass dieser Mann wirklich zeitnah durch das, was er sich jetzt kauft, glücklich wird. Du meinst erlöst? Ich mag die Männer. Können wir den Abend hier mit denen verbringen? Nein. Dem Anlass entsprechend wird das Schweineschnitzel natürlich pur und roh verzehrt. Und auch kalt. Hätte natürlich lieber Hähnchen genommen, aber das war aus. Naja. Hauptsache es wirkt. Muss nicht schmecken, muss wirken. Oder sage ich nicht. Das hier schmeckt und wirkt. So, ich bin jetzt eingekommen im wunderbaren Domizil des Sergeants und seiner Frau. Und dieses wundervolle Wesen hier macht sich direkt wieder wahnsinnig herrlich. Ja, du wirst nie so von Gestänken gequält wie die Hunde beim Meffer, oder? Dir geht's gut, ja. Sieht man dir auch an, du bist glücklich. Das ist schön. Ja, hier ist Hund und Mensch nicht noch dasselbe. Ja. Das Ganze beginnt nun und Reishunger, Alter. Ein fetter Reiskocher wird hier schon bereit gemacht. Die Pfanne ist bereits sauber und auch bereit. Wieso soll ich die Würze verschwenden, indem ich sie wegschmeiße und wegwasche, wenn ich sie heute wiederverwenden kann? Ich kann dir diese Frage nicht beantworten. Weißt du es? Der Bruder ist wieder Meffer. Das ist die Kilos am Abwiegen. Kilos sind es nicht. Gehst du dieses Jahr noch auf Masse? Kann ich mir nicht leisten, auf Masse zu gehen. Das, was ich jetzt mache, ist ja für viele wäre das schon Massephase. Für mich ist es einfach nur, ich erhalte meine Muskeln, weil das geht. Danke, Lindner. Du wartest dann hier etwa, bis die Pfanne heiß ist, bevor du den Inhalt reingibst. Normalerweise nicht, ne. Ich dachte, ich fake das jetzt mal fürs Video, aber eigentlich hau ich die Creme sogar erst nachhinein rein. Alter, das ist Zwiebeln? Ja, das sind Zwiebeln. Nee, mich fasziniert, dass du sogar die vorgeschnitten hast. Ja, hab ich natürlich gemacht. Nicht also, meine Freunde. Na gut. Nein. Hier ist noch alles in Ordnung. Alter, ich seh gerade zum allerersten Mal meine eigene Soße übrigens. Das ist kein Witz. Junge, lach dich des Todes. Grillsoßen bei Adlersen. Ich habe die noch nie in Natura gesehen. Schmeckt die? Das wär's mal ehrlich. Also man kann sie zwar momentan nicht kaufen, aber würde mich echt mal sehen.
Das macht mich wirklich krank. Also, da muss ich sogar mal sagen, diese immer noch feste Flüssigbutter mit diesen völlig rohen Zwiebeln und der gefrorene Brokkoli, das ist geil. Das muss schnell gehen. Das muss schnell simpel sein. Es folgt feinster Thunfisch in Sonderöl? Olivenöl. Olivenöl, Alter, hier ist ja der Wohlstand. Warum Olivenöl? Es kostet nicht mehr, aber Olivenöl hat minimale, ja, also jetzt nicht, dass ihr sagt, okay, das ist gestoffen, Effekte auf den Testosterongehalt in deinem Körper. Ach, deswegen hast du immer so schöne, steife und harte und lange Erektionen. Genau. Normalerweise kommen hier zwei Packungen Fisch rein. Zwei Packungen Körniger Frischkäse, die kommen jetzt auch noch wieder dazu. Oh, Alter. Alter. Nee, das ist zu viel für mein Verstand. Von der Nahtlos übergehen. Wer hat sich von der Bratwurst übergeben? Nahtlos übergehen. Ach so, ja. Ich bediene mich an meinen Tomaten. Alter. Das war bestimmt wieder so glücklich. Ja, vorsichtig beim Olivenölbraten, das spritzt wie Sau. Allerdings. Ja, wenn ich mit dem später alleine bin, das spritzt auch wie Sau. Ja, ja, du erzählst nichts heute. Körniger Frischkäse, nochmal eine Proteinquelle. Und die macht es, für den Fall, dass ihr jetzt zu scharf gewürzt habt zum Beispiel, macht es nochmal angenehmer zu essen. Da haben wir die gesamte Soße reingekippt. Junge. Die letzten Reste, das war ja nicht viel. Alter. Das deckt den Eiweißbedarf eines gesamten Dorfs. Ich hab's nachgerechnet. Mit der Ernährung komme ich ungefähr auf meinen Bedarf am Tag. Der Mann ist übrigens OnlyFans Manager von 8 Frauen. Es sind jetzt mindestens 10 Minuten vergangen. Naja. Der Reis ist fertig nach 4,5 Stunden. Gut sieht's aus, hast du gut gemacht auf jeden Fall. No. Normalerweise sind es halt wesentlich mehr. Aber heute muss ich ein wenig auf meinen Magen hören. Das bringt ja nichts, wenn ich alles wieder auskotze. Sollte ja drin bleiben. Und im Endeffekt machen nichts anderes als zurückkaufen. Der Mann hat die ganze Zeit von einer sogenannten Hochzeit gesprochen, was diese Mahlzeiten angeht. Und das ist aber das hier ist, das ist wirklich, das macht mich einfach nur fertig. Alter. Ja, das ist ja wirklich die Definition von muss wirken und des Bedarfs, Alter. Das ist ja. Oh, Alter. Heiliger. So. Wie heißt das Mal nochmal? Tomatenreis. Tomatenreis. Mhm. Groß ist halt Tomate und Reis. Und im Endeffekt kannst du das halt jetzt wunderbar portionieren, in Anführungszeichen. Du kannst halt das voll klatschen. Das ist ja nur eine Portion. Du kannst das jetzt zum Beispiel voll klatschen, das oben hin mit Reis und dann halt 2 Kilo Reis dann letztendlich haben. Und das kannst du dann aufteilen und dann kannst du die Soße aufteilen. Ja, das wird jetzt abkühlen, bis ich es vernünftig essen kann. Und dann wird es in Rekordzeit vertilgt. Rekordzeit, schon lange nicht mehr. Ich bin zu sehr raus gewesen aus dem Essen. Also ich brauche dafür, für die vollständige Operation brauche ich wahrscheinlich so 2 Stunden. Aber halt während ich zocke und vom Rechner sitze. Ja, du vertilgst es dann also, so über den Abend? So über den Abend. Also im Allgemeinen versuche ich direkt nach dem Sport zu kochen, sodass ich quasi den Tag über verteilt über 4, 5, 6 Stunden das essen kann.
Weil das ist halt wirklich, das sind jetzt hier, das ist 2500 Kalorien sein. Das ist die Ernährung. Das Einzige, was ich in der Uni anders gemacht habe, ist, dass ich statt einem Reiskocher die Mikrowelle und Mikrowellenreis verwendet habe. Und keine Pfanne. Und das halt alles in einer Schüssel in der Mikrowelle warm gemacht habe. Brokkoli hätte noch ein bisschen länger kochen können.